Die alte Kanalbrücke über die Weser ist ein Massivbauwerk aus Beton. Es ist ein Bogentragwerk. Das hat man damals gerne gebaut in dieser Form, weil es relativ einfach umzusetzen war. Dieses Betonbogentragwerk, Bauwerk trägt den Mittellandkanal, trägt die eigentliche Brücke, den Brückentrog, der sich eben auf diesem Bogen befindet. Und der Brückentrog ist ebenfalls aus Stahlbeton. Der ist innen gedichtet mit einer Bleidichtung und darauf befindet sich eine Tondichtung. Und diese Tondichtung ist wiederum mit Betonplatten abgedeckt, sodass der Ton nicht durch den Schraubenstrahl wieder herausgelöst wird aus dem Bauwerk. Und diese Bauweise ist, das kann man sagen, bis heute absolut dicht. Probleme gibt es hin und wieder an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Bögen. Da muss man hin und wieder schon mal eine Dichtungskonstruktion ersetzen und etwas nachdichten. Für diese Zwecke legen wir regelmäßig das alte Bauwerk und das neue natürlich auch trocken, inspizieren es und wenn es kleinere Schäden gibt, dann werden die gleich instand gesetzt. Man hat hier also vor 100 Jahren eine sehr nachhaltige Bauweise gewählt. Im Krieg wurden die Schachtschleuse als auch die Kanalbrücke zum Teil bombardiert, aber nicht beschädigt. Es hat einen Schaden gegeben am Kanalbett, unmittelbar in der Nähe der Kanalbrücke. Damals ist dann auch der Kanal ausgelaufen und es hat viele Tote gegeben. Es handelte sich damals um Zwangsarbeiter in dieser ehemaligen Kistenfabrik, die sich unterhalb des Kanales befand, auf der Ostseite der Kanalbrücke. Hierzu gibt es auch einen Gedenkstein dort. Die größere Zerstörung, die es dann gab, war am Ende des Krieges. Allerdings nicht durch feindliche Truppen, sondern durch eigene Truppen, durch deutsche Truppen, die damals den Befehl hatten, die Kanalbrücke über die Weser zu sprengen, damit sie nicht dem Feind in die Hände fällt. Dabei ist dann der Strombogen zerstört worden und in die Weser hinabgebrochen. Das hat eines erheblichen Aufwandes bedurft, damals direkt nach dem Krieg die Trümmer zu räumen. Man hat es rechtzeitig geschafft, sonst wäre das 46er Hochwasser, was ohnehin schon das höchste mit war, wahrscheinlich noch höher ausgefallen. Und man hat dann in den Jahren 47 bis 49 die Kanalbrücke wieder errichtet und konnte dann 1949 den Verkehr wieder aufnehmen. Bis dahin hat man versucht, den Verkehr auch möglichst aufrechtzuerhalten, indem man einen Umflutgraben parallel zur Weser durch einen Flutbogen der Kanalbrücke gebaggert hat. Dort ging dann der Verkehr zunächst durch die Schachtschleuse runter auf die Weser und dann durch die untere und obere Schleuse wieder hoch und so konnte man dann praktisch die zerstörte Kanalbrücke umfahren.